Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch begrüßen zu einem neuen Video. Ein ganz am Wesentlichen, wir haben schon das Video über Schlaf als Regenerationsmaßnahme gehabt. Und heute möchte ich mal generell über Regeneration reden, über die Macht der Regeneration und Maßnahmen, die die Regeneration verbessern und im Endeffekt dann helfen, Ziele zu erreichen. Wie im Schlafvideo schon gesagt, ist es so, dass das Regeneration wirklich ein maßgebender Bestandteil in der körperlichen Verbesserung ist. Andererseits aber auch diese Sache, die sehr, sehr wenig Beachtung geschenkt wird. Gott sei Dank wird das ein bisschen mehr, aber trotzdem kriege ich immer so mit, auch in meiner Arbeit, dass das sicher der Faktor ist, der bei vielen Leuten verbesserungswürdig ist. Grundsätzlich muss man mal sagen, der Muskel wächst nicht in der Belastung. Das ist Faktum. Der Muskel wächst in der Regeneration. Der Belastungsreiz, der hohe Belastungsreiz, ist Grundvoraussetzung, damit der Körper das Bestreben hat, zu wachsen und sich zu verbessern. Aber während der Belastung wächst er nicht, sondern er wächst dann in der Regeneration, im Schlaf danach, in den Stunden nach dem Training, wann das genau passiert, weiß man ja nicht genau. Aber es ist halt die Regeneration und dass der Muskel genügend Zeit hat zu regenerieren, ist natürlich Grundbestandteil, dass man sich körperlich verbessern kann. Der Erste, der das so ziemlich, oder der Erste vielleicht nicht, aber der durchschlagenden Erfolg damit gehabt hat, auf die Regeneration zu achten und das in Kombination mit hochintensivem Training, war sicher der Dorian Yates. Dorian hat damals schon gesagt, dass es wesentlich ist, dass der Muskel zu Hause wächst und nicht im Studio. Und er versucht, die Zeit im Studio so effektiv wie möglich zu halten, damit er genügend Zeit hat zu regenerieren. Und das, was er erreicht hat, war schon eindrucksvoll, weil er vor allem mit seiner Muskelmasse und mit seiner Muskelqualität damals schon eine neue Welt des Bodybuildings eröffnet hat. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und ähnlich wie Dorian sieht ich das auch, dass die Regeneration halt wirklich ein maßgeblicher Faktor ist, um den muskulären Fortschritt sicherzustellen. Was versteht man grundsätzlich unter Regeneration? Für mich bedeutet Regeneration, dass ich keine Belastung aufs System habe, sprich, der Muskel, wenn man jetzt beim Muskel bleiben, sich erholen kann, mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden kann und in weiterer Folge auch in diesem Areal die perfekten Möglichkeiten vorfindet, dass das auch passieren kann. So, was sind jetzt die wesentlichen Regenerationsdinge, die es gibt? Und wir werden zum einen oder anderen dann auch noch tiefer in die Materie mit einzelnen Videos hineingehen. So, also eine wesentliche Regenerationskomponente, die wir schon ein bisschen abgehandelt haben, ist der Schlaf. Das heißt, ganz, ganz viele regenerative Prozesse wie Zellerneuerung, Zellwachstum passieren im Schlaf. Also ganz, ganz eine wesentliche Sache, auf die Qualität des Schlafes zu schauen, weil das für die Regeneration eine ganz und vielleicht sogar die maßgeblichste Komponente ist. Ein weiterer ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, die Regeneration auf ein gutes Niveau zu bringen, ist natürlich die Ernährung. Das heißt, ich muss schauen, dass der Muskel die dementsprechenden Nährstoffe bekommt, um regenerieren zu können. Man merkt es eigentlich sehr, sehr gut, jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat, dass das Regenerationspotenzial in der Diät natürlich nach unten geht, wenn der Körper Kalorien reduziert unterwegs ist. Das heißt, für mich ist zum Beispiel, wenn es in der Off-Season, wenn das Körperfett das zulässt, das ist ganz ein wesentlicher Faktor, wenn es in der Off-Season keine Fortschritte mehr gibt im Bereich der Leistungsfähigkeit, kann es natürlich, wenn es der Verdauungstrakt und der Körperfett zulässt, es kann das sehr, sehr leicht mit mehr Essen, ja,
ausgeglichen werden, weil der Körper dann aufgrund einer höheren kalorischen Zufuhr natürlich das Bestreben hat oder auch die Möglichkeit hat, besser zu regenerieren. Wieder ganz, ganz wesentlich, das muss natürlich der Verdauungstrakt und der Körperfettgehalt zulassen. Es macht da überhaupt keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ich regeneriere nicht, ich esse zu wenig. Es gibt ja auch das Sprichwort, es gibt kein Übertraining, sondern nur Unterernährung. Das hat zum Teil seine Berechtigung, nur muss eine vermehrte Ernährung ja auch möglich sein. Das heißt, ich muss das Verdauen können und mein Körperfettgehalt muss das auch vertragen können, weil sonst macht es nicht und ich muss mich halt immer individuell an meine eigenen Möglichkeiten anpassen. Das heißt, immer mehr essen kann nicht der sinnvolle Weg sein, weil mit dem Kopf durch die Wand komme ich nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt nichts mehr verdaue. Aber die Zufuhr von Nahrung ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, der die Regeneration verbessern kann und auch maßgeblich ist, damit man gut regenerieren kann. Das geht auch dahingehend, dass ich zum Beispiel sage, dass es für mich nach wie vor relativ oldschool, aber für mich ist es wichtig, dass der Körper über Nacht Aminosäuren im Blutstrom hat. Deswegen bin ich nach wie vor der Fan, eine Fetteiweißquelle vor dem Schlafengehen zu konsumieren, weil diese verzögerte Verdauung, wenn ich jetzt hernehme, griechisches Joghurt mit Erdnussbutter zum Beispiel als Off-Season-Variante, ist für mich eine super Möglichkeit, um wirklich in der Nacht Aminosäuren auch dem Körper zur Verfügung zu stellen, die langsam über die Verdauung abgeben werden, um wirklich diese Regeneration und diese Reparaturprozesse sehr, sehr gut am Laufen zu halten. Was natürlich im Bereich der Ernährung da definitiv dazugehört für die Regeneration, sind natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Es hilft immens in der Regeneration, wenn der Körper mit genügend Protein natürlich versorgt ist. Das ist ausschlaggebend. Ich bin da nach wie vor so, dass ich so 2,5 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfehle, um die regenerativen Prozesse vonstatten gehen zu lassen. Sprich, da helfen Supplemente natürlich immens. Man weiß, dass Glutamin zum Beispiel das regenerative Potenzial verbessert. Man weiß, dass EAAs die Regeneration über die mTOR-Aktivierung massiv verbessern. Supplemente wie Ashwagandha, die den Stresslevel nach unten bringen und helfen, schneller zu regenerieren. Das heißt, im Bereich der Supplemente gibt's da zahlreiche Möglichkeiten, um seine Regeneration zu verbessern. Und dazu wird es auch noch ein separates Video gehen. Ich möchte da jetzt heute nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Sprich, auch das gehört für mich zu dem Bereich Regeneration mit Ernährung dazu, die optimale Supplementierung zu einer maximalen Regeneration. In weiterer Folge, also wir haben jetzt schon einmal abgehakt, den Schlaf und die Ernährung, sicher die zwei wesentlichsten Faktoren für Regeneration, gibt es natürlich auch noch regenerative Maßnahmen, die ich sage jetzt mal aktiv betreiben kann und die es mir möglich machen, mehr Potenzial auszuschöpfen. Das ist sicher manuelle Therapie, sprich ich kann mit therapeutischen Maßnahmen wie je nach Bedarf Lymphdrainage, um die Mikrozirkulation zu verbessern. Akupunkt, Meridianmassage, Triggerpunktmassage, Faszienmassage, APM, das sind alles Therapiemethoden, die helfen zum Beispiel Vernarbungen aus der Muskulatur zu lösen, einen besseren Nährstofftransport in die Muskulatur zusammenzubringen, Vernarbungen wegzubringen und somit vor Verletzungen zu schützen. Das sind alles Maßnahmen, die regenerativ wahnsinnig wichtig sind, aber auch ganz wesentlich dazu zu sagen, auch sie brauchen Regenerationszeit. Das heißt, eine Therapie ist ähnlich anzusehen wie ein Training. Vor einer Therapie muss ich mich erholen, weil der Körper natürlich die gesetzten Reize erst verarbeiten muss.
Aber diese Maßnahmen sind vor allem im High-End-Bodybuilding und wenn man schon lang trainiert, wirklich, wirklich maßgeblich, dass vermehrtes Wachstumspotenzial in der Muskulatur ausgeschöpft werden kann und vor allem auch, dass man verletzungsfrei bleibt. Was man selbst natürlich aktiv noch machen kann im Bereich der aktiven Regeneration, ist natürlich ein Cardio-Training. Ich muss schauen, dass mein Herz-Kreislauf-System gut funktioniert, um regenerative Prozesse gut ablaufen zu lassen. Ich kann nur so gut Nährstoffe in die Zellen bringen, so gut wie mein Herz-Kreislauf-System funktioniert. Also für mich ist Cardio in der Off-Season oft ein wesentlicherer Bestandteil als jetzt in der Wettkampfdiät. Natürlich muss man immer schauen, wie ist der Ernährungszustand, ist es ein schlechter Esser, schlechtes Verdauungstraktsystem und ich nehme da mit dem Cardio zu viel Kalorien weg, dass er wachsen kann. Das heißt, ich muss da schon vorsichtig sein. Ist die Belastung zu hoch, weil er so und so schon so viel auf die Füße ist, dass er die Regeneration ausgeht, weil er zusätzlich noch Cardio macht. Das heißt, ich muss da vorsichtig sein, welche Maßnahmen ich setze. Aber es kann eine gute Möglichkeit sein, um mit Cardio-Training ein weiteres Wachstum anzuregen, indem einfach die Regeneration besser wird. Natürlich ist ein ganz wesentlicher Faktor auch Mobility-Training, wo ich sage, okay, mit vermehrter Mobilität habe ich ein geringeres Verletzungsrisiko und kann in weiterer Folge, weil der Muskel mobil ist, über die volle Länge belastet ist und nicht verkürzt ist, kann er auch schneller und besser regenerieren. Das sind so diese Grundmaßnahmen an Regeneration, an Regenerationsbausteinen, auf die man achten sollte. Und ein ganz wesentlicher, wir haben das schon in der Trainingsplan Erstellung besprochen, ist natürlich auch diese Tatsache, wie oft in einem spezifischen Zeitraum trainiere ich was, weil das ist natürlich ein ausschlaggebender Parameter auch für Regeneration. Also ich muss herausfinden, wie lang, unter welchen Bedingungen, unter welchem Ernährungszustand der zum Beispiel in einer Diät ja nicht wirklich zum Positiven veränderbar ist, kann ich spezifische Sachen trainieren, so dass mein Muskel trotzdem regeneriert. Also das kann zum Beispiel in einer Diät, wo ich diesen Stellparameter Ernährung, in dem dass ich mehr Kalorien essen könnte, muss ich schauen, dass ich zum Beispiel die Frequenz meiner Trainingseinheiten erniedrige, wenn ich es nicht schaffe, dass die Muskeln sich zwischendurch erholen können. Da könnte ich in Teufelsküche kommen. Wie gesagt, das war jetzt eine kleine Vorausschau an all den Sachen, die bezüglich Regeneration eine Rolle spielen. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Es wird sicher noch das ein oder andere Regenerationsvideo gehen, wo wir mehr in die Details dieser Sachen gehen werden, sei es Ernährung, sei es Therapie. Also es wird definitiv mit dem Nikolaus, meinem Geschäftspartner, Therapievideos geben, auch mit Tipps, wie kann man was mobilisieren, wie kann man bei Problemen gewisse Sachen selbst therapieren, mit Bällen, mit Faszienrollen bearbeiten. Es wird sicher ein Video kommen in Bezug auf Regenerationssupplemente, wie man das am geschicktesten macht. Und ich hoffe, das gefällt euch und ihr haltet mir weiterhin die Treue und schaut euch die Videos an. Alles Gute, tschüss!